Bei den letzten News bin ich mit dem ersten Trailer zur zweiten Staffel von Daredevil eingestiegen und heute mit dem ersten Trailer zur allerersten Staffel der, sagen wir mal, Schwesterserie Jessica Jones. Denn genau wie Daredevil ist Jessica Jones im Marvel Cinematic Universe angesiedelt, in dem sich sonst nur die Avengers und Co. herumtreiben. Aber ebenfalls wie bereits Daredevil ist sie Netflix-exklusiv und wird in dem Helden-Mashup The Defenders münden. Ähnlich wie Daredevil gehört Jessica Jones eher zu den Helden der zweiten Reihe von Marvel und glänzt durch eine düstere Charakterzeichnung. So basiert die Serie direkt auf der Comicreihe Alias. Darin ist Jessica Jones eine ehemalige Superheldin, die ihr alter Ego abgelegt hat und eine Privatdetektei betreibt. Das Besondere dabei: Alias war 2001 der erste Comic unter Marvels Max-Logo und besitzt somit explizite Inhalte wie Gefluche, sexuelle Darstellung und sogar sexuelle Gewalt. Wie viel davon in der Netflix-Adaption tatsächlich hängen geblieben ist, bleibt abzuwarten. Jedenfalls ist der Autor der Comics, Brian Michael Bendis, sehr angetan von den ersten Folgen der Serie. Gespielt wird Jessica Jones übrigens von Kristen Ritter, die einige noch aus Breaking Bad kennen werden. Und einen prominenten Gegenspieler hat sie auch bereits. Ex-Doktor David Tennant, der Kilgrave aka The Purple Man spielt. Das weist zumindest schon mal darauf hin, dass auch die Serien-Jones eine sehr traumatische Vergangenheit haben könnte. Schlauer sind wir alle ab dem 20. November, denn dann startet die Serie in gewohnter Netflix-Manier mit allen Folgen gleichzeitig. Bereits in einem Jahr, im Oktober 2016, soll ein weiterer Marvel-Held seinen ersten Solo-Auftritt feiern. Gambit, der zu den X-Men gehört und damit genau wie Deadpool von 20th Century Fox und nicht etwa von Marvel selbst produziert wird. Fox braucht einen neuen Helden, da Hugh Jackman voraussichtlich nur noch einmal einen Film als Wolverine alleine stemmen wird und man nicht sicher weiß, wie erfolgreich der R-rated Deadpool sein wird. Da käme der unter Comic-Fans extrem beliebte Gambit gerade recht. Schon etwas länger ist bekannt, dass Channing Tatum die Rolle übernehmen wird, die zuvor bereits Taylor Kitsch im eher bescheidenen X-Men Origins Wolverine innehatte. Allerdings ist der vorgesehene Regisseur, Rupert Wyatt, ausgeschieden. Die Favoriten sind Doug Liman, bekannt für Jumper und Edge of Tomorrow, Joe Cornish, der mit Attack the Block den Durchbruch schaffte, und Shane Black, der kongeniale Erfinder von Lethal Weapon und Regisseur von Kiss Kiss Bang Bang und Iron Man 3. Wer es denn nun wird, sollten wir schon bald erfahren. Will man denn den angepeilten Oktober nächsten Jahres als Starttermin halten? Das Empire Magazine hat sein Limited Edition Collectors Cover zu Suicide Squad enthüllt und sie machen keinen Hehl daraus, dass der neue Joker, gespielt von Jared Leto, Hauptaugenmerk ihres Interesses an dem neuen DC-Streifen ist. Ein Erzfeind der meisten Mitglieder des Suicide Squads dürfte der von Ben Affleck verkörperte Batman sein. Schon länger gibt es Spekulationen, dass dieser nach seinen Regieerfolgen Argo und The Town auch gleich einen neuen Batman-Solo-Film federführend übernehmen könnte. Nun äußerte sich erstmals Affleck selbst dazu. Er meinte, wenn man es hinkriegen würde, wäre es ein Traum. Der Trick sei, dass, wenn man Regie führen würde, es auch wirklich gut mache. Man müsse nur die richtige Idee und den richtigen Ansatz haben. Er wäre dafür offen und finde es sehr aufregend. Wer denn am besten dafür geeignet wäre, eine passende Geschichte auch noch zu Papier zu bringen, ist in meinen Augen offensichtlich. Schließlich hat Affleck nicht nur für Argo einen Oscar bekommen, sondern auch für seine allererste Drehbucharbeit zu Good Will Hunting. Mit dem Drehbuch Probleme geben soll es allerdings beim derzeit im Dreh befindlichen ersten Star Wars Spin-off Rogue One. So halten sich beharrlich Gerüchte, dass Christopher McQuarrie als nunmehr dritter Schreiberling hinzugezogen wurde. McQuarrie ist kein Unbekannter, so verantwortete er mit Die üblichen Verdächtigen eines der vielleicht cleversten Scripts aller Zeiten und hat als Drehbuch und Regie in Personalunion in jüngerer Vergangenheit mit Jack Reacher und Mission Impossible Rogue Nation richtige Schwergewichte auf die Straße gebracht. Dass quasi noch on the fly am Drehbuch gewerkelt wird, muss auch nicht zwingend die Alarmglocken läuten lassen. So wurden im Prinzip zwei der besten Werke der Filmgeschichte noch am Set geschrieben: Casablanca und Spiel mir das Lied vom Tod. Gar keine Probleme dürfte gerade Star Wars Episode 7 haben. Mit dem neuen Trailer starteten weltweit die Ticketvorverkäufe und so hat er gleich mal innerhalb der ersten 24 Stunden den vorherigen Rekordhalter gleich ums Achtfache überboten: The Hunger Games. Damit dürfte auch das bisher beste Startwochenende der Kinogeschichte in Schlagweite sein. Dieses errang nämlich erst dieses Jahr Jurassic World mit 208,8 Millionen Dollar Einnahmen. Der durchschnittliche Käufer eines Tickets ist übrigens 34 Jahre alt und männlich. Da ich einen Tag zuvor meinen 30. Geburtstag feiere, schieße ich ja nur ganz knapp daran vorbei.
Was uns denn am 17. Dezember erwartet, hat der wohl größte Nerd unter der Regie- und Autorenzunft Kevin Smith schon im Ansatz gesehen. Zwar darf er noch nicht konkret darüber reden, aber so äußerte sich der Freund von J.J. Abrams wie folgt. Ich traf einen Kumpel von mir, der diesen wundervollen Film macht, und ich sah einen Teil davon. Und es war verzaubernd. Ich liebe Filme und manchmal neige ich dazu, diese überzubewerten. Aber das ist der einzige Weg, es zu beschreiben. Es war nicht metaphorisch, sondern tatsächlich das Versetzen zum Jungbrunnen. Ein Jungbrunnen, der dich zurück nach 1977 bringt. Das erste Mal, als ich einen Film namens Star Wars sah. There are stories about what happened. Nun, ich glaube, ich spreche für viele andere auch, wenn ich das Gefühl spätestens seit dem letzten Trailer vollkommen nachvollziehen kann. Und nun eine wunderbare Sache noch zum Schluss. Nachdem ich mich schon länger darum gedrückt habe, hole ich gerade die erste Staffel zur DC-Serie The Flash nach. Und das könnt ihr nun auch, denn diese erscheint am 29. Oktober auf Blu-ray und DVD. Jeweils ein Exemplar davon verlose ich auf meiner Facebook-Seite. Dazu müsst ihr nur den folgenden Satz möglichst kreativ zu Ende bringen. The Flash ist so schnell wie...